So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Grit und wir gehen in die letzte Season, zwar in die Season 3, also Saison 3. Und wollen heute natürlich hier, heute, Richtung Finale gehen. Also was also das Finale ist, sind jetzt nochmal 30 Folgen und dann haben wir das Thema gegessen, Grit. Need for Speed ist durch, Grit allerdings noch nicht ganz und dann können wir bald mit der Zette Corsa beginnen. Und ich fange jetzt an mit der GDF 100 Speed Open Class. Los geht's. Wir fangen an mit Suzuka West Coast. Nicht Coast, Course. Also Strecke. Die letzte Strecke. Willkommen in Suzuka und schnallen Sie sich an. Ein Grid World Series Event steht bevor. Kristen, erzähl uns doch ein bisschen über die Strecke. Das ist eine tolle Strecke, Alex. Und eine gnadenlose. Hier gibt's sehr technische und anspruchsvolle Kurven, die dich viel Zeit kosten können, wenn du die Einfahrt nicht richtig hinkriegst. Diese Strecke scheint ja nur was für Profis zu sein. Gut, dass wir so viele davon hier haben, die sich jetzt bereit machen. Ja, da geht's los jetzt. Wir starten hinter der 130R. Ich habe 14. So, haben wir es überholen? So, den ersten haben wir schon mal kassiert. Das war okay. Das war meine Schuld. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. So, wir sind wieder auf 14. Und Fakt ist, dass wir das Ding auf jeden Fall hier gewinnen müssen. Das ist nur ein Rennen. Es gibt also nicht wirklich viel zu retten, ne? Zwischendurch, wenn wir nicht was verkacken. Ah, trieb mich doch nicht heute Strecke, du Idiot. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Ich kann nichts machen, weil der... Meine Fresse, musst du mich dann noch abschießen. Nach dem Motto, du darfst definitiv nicht. Ja, aber du darfst definitiv nicht nach vorne, dann muss einer sich wegschießen. Das haben sie jetzt gerade schon mal geschafft. Ich kippe ungefähr noch mit 13. Natürlich alles andere als gut. Sind noch nicht viele Möglichkeiten, um nicht zu groß zu holen. Ne, also soweit, ich habe keine Chance, irgendwas zu machen, irgendwie zu reagieren, zu riskieren. Du bist in Runde 3. Mach ein paar Plätze gut. Ich weiß nicht, sobald ich eine Möglichkeit habe, vorbeizukommen, kommt irgendwas. Und einer sicht mir dann immer noch durch. Thank you.
Ja, ich muss jetzt ein bisschen abkürzen, damit ich mal an diesem Dreierkuppchen vorbeigehen kann. Mein Gott, dankeschön. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. So, jetzt bin ich wieder letzt. Bin ich wieder da hinten am Ende des Feldes. War es dir das so viel wert, mich auch wegzuschießen? Aber man muss es ja unbedingt probieren. Ja, ich weiß, dass ich gerade ziemlich auch. Das war so einige angepisst sind, aber trotzdem, was soll der Dreck? Also, du darfst definitiv nicht ganz vorne landen. Wir sind jetzt in der Hitze und sind nur noch 10. Ja, schüffelt euch. Das ist die letzte Runde. Lasst uns etwas an Boden gut machen. Oh, geh mir nicht auf in Nüsse, Mann. Nicht in die Position. Sobald ich da irgendwie mal daneben gehe. Zeitstraße kriegen. Sechster am Ende nur. Das ganze Rennen habt ihr mir versaut. Das ganze Rennen regelmäßig versaut. Sobald ich irgendwie die Möglichkeit habe, vorne zu sein, ist mir da einer noch in die Karre gesemmelt. Sechster am Ende nur den Auftakt. 3 Sekunden gekriegt. Also hätte ich das Ding nämlich gewonnen. Ach Mann. War das euch so viel wert, das Ding mir so zu versauen? Aber scheinbar war es für die euch so okay. Ich bin nicht Erster geworden, ich bin nur Sechster geworden und scheinbar ist das genau das Ziel gewesen, das Rennen so weit wie möglich mit zu versauen, weil das Ding hätte ich gewinnen können. Immer wieder. Ich war zwischendurch Erster und der bremst mir auch wieder ungebremst in die Karre rein. Habt ihr gut gemacht. Keine Chance für uns. Na gut, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Supercar Hero weiter.